Hallo zusammen. Ich möchte heute mit euch mal schauen, wie man aus so einem Stück Holz so einen Löffel rauskriegt. Da gibt es ganz unterschiedliche Versionen von den Hölzern, also von den Techniken her. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wie ich meine Löffel so mache. Die wesentlichste Unterscheidung bei der Herstellung dieser Löffel ist die Frage, wie viel Werkzeug ihr dabei einsetzen wollt. Es besteht durchaus die Möglichkeit, so einen Löffel nur zum Beispiel mit so einem einfachen Arbeitsmesser hier herzustellen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Löffelschnitzmesser zu benutzen, sowas hier, was die Arbeit unheimlich erleichtert, oder im Extremfall dann sogar elektrische, elektronische Geräte wie einen Akkuschrauber, irgendwelche Bohrer, keine Ahnung, Schleifmaschinen, genau. Der erste Löffel, den ich euch zeigen möchte, das ist der hier, und das ist wirklich ein Extremfall. Da ist diese Aushöhlung entstanden, indem ich vom Feuer Glut genommen habe, die Glut zwischen zwei halbierte Aststücke reingelegt habe und einfach so lange gepustet habe, bis diese Aushöhlung hier reingebrannt war. Also ihr müsst euch so vorstellen, ihr nehmt hier so ein Aststück und halbiert es, dann nochmal so ein Aststück, dann legt ihr da zwischen rein die Glut, haltet es zusammen. Dann kommt da Luft durch, dann pustet ihr einfach dadurch, bis auf einer Seite oder eben auf beiden eine Vertiefung eingebrannt ist. Ja, und dann ist das alte Geheimnis, dann schnitzt ihr alles drumherum weg, was nicht zu einem Löffel gehört. Und irgendwann kommt dann sowas raus. Ich habe da später dann mal noch mit einer Bohrmaschine ein Loch reingebohrt. Und ihr seht aber hier schon auch noch ganz schön die Spuren. Ich bin bei dem hinterher nochmal mit dem Schleifpapier drüber gegangen. Aber das war wirklich so mein Erstlingswerk an Löffeln. Ich möchte auch noch mal was zeigen bei dem hier. Das ist so ein Zwischenstadium. Da habe ich jetzt vorne allerdings auch wieder mit dem Löffelschnitzmesser gearbeitet. Das hier macht aber nicht wirklich viel Spaß, weil es Buche ist. Also ein Löffel aus Buchenholz zu schnitzen ist nicht so schön. Normalerweise nehme ich Haselnuss her, das geht wunderbar. Warum ich an dem Löffel hier nicht weiter arbeite, könnt ihr hier vorne, glaube ich, gut erkennen. Da ist mir ein kleines Ästchen in den Weg gekommen, und das, wenn ich jetzt den Löffel fertig mache, habe ich zwar einen schönen Löffel, aber Löffel mit Loch ist relativ sinnfrei. Das heißt, hier werde ich nicht arbeiten, den lasse ich in dem Stadium einfach stehen. Womit ich anfange, ist hier jetzt ein kleines Stückchen. Ich beginne immer so, ich besorge mir Äste, meistens im Herbst oder im Winter wäre es natürlich noch schöner, wenn die Sachen zugeschnitten werden im Garten oder sonst in öffentlichen Anlagen. Gibt es ganz oft so Zuschnitte, wo man sich einfach sowas mitnehmen darf. Und dann fange ich immer an, noch im feuchten Holz, also ich mache die dann mit dem Messer in der Mitte auseinander, so mit Batoning, halbiere ich, kann man auch ein Beil nehmen, dann halbiere ich mir diese Äste, schneide mir die in so Stücke, halbiere die. Und das Erste, was ich mache im frischen Holz noch, ich mache mir hier diese Vertiefungen rein. Jetzt kann natürlich Folgendes passieren, wie hier, schon wie ihr erkennen könnt, dass hierüber ein Riss geht. Jetzt sieht es, glaube ich, gut. Das heißt, aus dem Stück mit diesem Riss hier drin brauche ich eigentlich keinen Löffel mehr schnitzen. Da brauche ich nicht mehr weitermachen. Das kann natürlich immer passieren, wenn Holz trocknet. Hier habe ich eine Version mit bisschen einem längeren, auch wieder eine schöne Vertiefung reingemacht. Das geht wirklich mit diesem Messer sehr, sehr gut. Also man legt es dahin und dann kann man einfach hier, das ist jetzt eins, das auf beiden Seiten schneidet. Da gibt es ganz unterschiedliche Versionen. Das heißt Löffelschnitzmesser, glaube ich, ist sogar eine offizielle Bezeichnung von dem Ding. Und da kann man jetzt einfach so hin und her fahren und dann je nach Gusto mehr oder weniger große Stücke rausschaben. Also hier mit der Faser schnitzen ist meistens nicht so gut, sondern hier schön gegen die Faser schnitzen. Dann wird es auch, der schaut dann wirklich auch aus, als wäre es geschliffen. Obwohl da kein Schleifpapier dran war, wird es wunderbar glatt innen drin. Es ist die Frage, was ihr schnitzen möchtet. Viele Leute schnitzen ja die Löffel dann, die an der Seite noch ein bisschen so eine leicht geschwungene Form haben wie ein echter Löffel. Meine Löffel sind immer alle unheimlich gerade. Die funktionieren aber für mich einfach gut zu schnitzen. Und ihr seht, das ist jetzt ein Löffel, da war ein Bandschleifer mit beteiligt, weil mit der Hand schleift ihr
für sowas einfach wahnsinnig lange hin. Was sich bei mir bewährt hat, vielleicht kennt ihr ja auch meine Serie Kochen im Feldflaschenbecher, sind diese Feldflaschenbecher, Umrühr- und Probierlöffel-Pfannenwender-Kombinationen. Das heißt, ich habe die wirklich so zugeschliffen hier vorne, dass ich das als Pfannenwender benutzen kann. Ich kann probieren mit dem Löffel und ich habe geschaut, dass ich die Radien der Ecken hier so hinbekomme, dass ich damit genau im Feldflaschenbecher unten sauber in die Ecken komme. Das hilft extrem weiter, dass da Sachen nicht anbrennen. Genau. So schaut's aus. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal einfach einen dieser Löffel, dass ihr seht, wie das der Reihe nach so funktioniert. Also, was ihr braucht, überhaupt mal dazu, ist ein Stückchen Holz. Jetzt in dem Fall nehmen wir mal dieses Haselnussholz. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal so einen Feldflaschenbecherlöffel miteinander. Also, so schaut es aus. Total verzogen, total schief. Schauen wir mal, was da noch funktioniert. Also, Nummer 1, Vertiefung reinschnitzen. Das kann man natürlich auch mit einem kleinen Schweizer Taschenmesser machen oder eben mit einem Löffelschnitzmesser oder mit was auch immer. Passt aber auf, das ist schon einigermaßen, da steckt schon Gefahrenpotenzial drin, wenn ich das jetzt mit so einem Messer hier mache. Es geht schon auch, aber wie gesagt, Löffelschnitzmesser ist hier angenehmer und ansonsten, wenn ihr es wirklich mit einer Klinge macht, dann bitte eher eine kleine Klinge benutzen als jetzt so ein Riesending. Jetzt als nächstes ganz kurz mal skizzieren, wie euer Löffel so aussehen soll. Das heißt, da vorne wird was weg müssen, weil alles, was ich jetzt sägen kann, muss ich hernach nicht schnitzen. Das heißt, so werde ich das vielleicht mal wegmachen. Und dann da in der Mitte werde ich irgendwo hier einen Stiel ansetzen. Den lasse ich vielleicht jetzt hier so runterlaufen. Genau, das heißt, ich brauche hier einen Schnitt und ich brauche hier einen Schnitt. Und alle Schnitte, die ich jetzt angezeichnet habe, also diese vier da oben, die säge ich jetzt. Stellt sich direkt die Frage, womit ich säge. Ich habe hier mal mir so japanische Zugsägen gekauft. Die gab es mal beim Aldi. Und die sind super. Es geht natürlich auch, selbst die Säge vom Schweizer Taschenmesser geht. Ich setze jetzt hier mal an und säge jetzt aber nicht direkt gerade runter, weil die Löffelform soll ja eh schräg werden. Deshalb setze ich auch direkt hier schräg an und säge das jetzt hier einfach mal weg. Zweite Ecke genau dasselbe nochmal. Wie vorhin schon erwähnt, alles was ich jetzt wegsäge, muss ich hier nachher halt nicht mehr schnitzen. Wie ihr vielleicht gerade festgestellt habt, mache ich jetzt doch einen normalen kleinen Löffel und keinen Feldflaschenbecherlöffel, weil für einen Feldflaschenbecherlöffel hätte ich das ja gerade gelassen, um es dann als Pfannenwender benutzen zu können. So, jetzt noch die Einkerbungen hierhin, aber bitte aufpassen, dass ihr genug stehen lasst für den Stiel, für den Löffelgriff. Soweit. Kurz die Lampe zur Seite. Was ich an der Säge halt gern mag, es ist ein bisschen blöd vom Winkel, aber was ich an der Säge gern mag, ist, dass die sehr, sehr feine kleine Schnitte macht. So schaut es aus. Und was ich jetzt machen könnte, ich könnte es hier vorne auch gleich nochmal sägen, aber was ich jetzt mache ist, ich mache es ein bisschen kürzer, möchte ich den Löffel machen, das heißt, ich schneide mir den hinten einmal hier kurz ab. Jetzt ein bisschen recht lang der Löffel hier.
Also hier sind die Schnitte, die ich gemacht habe. Jetzt nehme ich den Löffel und spanne den hochkant in den Schraubstock ein. Wenn ich jetzt draußen unterwegs wäre, würde ich ihn einfach irgendwo auf dem Baumstamm stellen. Jetzt nehme ich, Moment, ich muss kurz noch ein Esschen nehmen. Jetzt nehme ich als nächstes mein Messer. Schau mal, wie verlaufen die Holzfasern. Und jetzt setze ich einfach an und mache wirklich klassisches Batoning. Jetzt sehe ich ja schon, wo der Ritz entlang läuft. Und dann hoffe ich immer, dass ich da rauskomme, wie weit ich halt gesägt habe. Jetzt sieht das schon gut aus hier. Die andere Seite mal. Ihr könnt schon immer erkennen, wo dann der Riss lang geht. Und wenn ihr erkennt, dass der Riss weiter innen lang geht, als ihr gesägt habt, dann ist es manchmal sinnvoll, einen Zug nachzusägen, bevor ich dann das alles springe. Aber bei mir passt es genau. Die Seite schon mal gut so. Jetzt schauen wir die andere Seite nochmal an. So, ein bisschen mit Gefühl arbeiten. Dann wird das auch was. Und jetzt haben wir schon mal ganz, ganz gute Löffelgrundform hier gefunden. Und jetzt kommt einfach ein bisschen Schnitzarbeit. Also würdet ihr jetzt rein Maschineneinsatz wählen, dann könntet ihr jetzt total auf die Schnitzarbeit verzichten, das Ding über den Bandschleifer ziehen und der Löffel ist fertig. Aber so macht es natürlich viel mehr Spaß. Aufpassen müsst ihr jetzt nur hier in den Ecken. Da schnitze ich wirklich mal ganz gern mir so die Kurven erstmal. Das ist jetzt eine Stelle, die ich mir meistens nochmal säge, weil hier ist wahnsinnig viel Material noch und hier lohnt sich's wirklich, ich zeichne es euch kurz an, hier lohnt sich's wirklich nochmal mit der Säge diesen Schnitt hier zu machen. Schau ich kurz, ob es passt von der Vertiefung, ja, kann ich sogar noch ein bisschen weiter hier nach innen rein. So schaut es jetzt aus von unten. Ich habe jetzt hier diesen Schnitt davor nochmal gemacht und der Rest ist jetzt wirklich einfach Fleißarbeit und Schnitzarbeit. Da seht ihr, was hier passiert ist. Habe ich von unten zu fest hingeschnitzt, das ist zu dünn. Dann bricht hier ein bisschen was aus. Das ist jetzt hier nicht schlimm, weil ich es hier ganz gut gegenarbeiten kann, aber dann ist es für mich schon das Signal, von der Seite hier nicht mehr zu viel hinzuschneiden. Sondern dann lieber so schräg nach unten zu schnitzen. Bisschen tricky sind immer noch diese Kanten hier zu schnitzen. Die sind wirklich ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt hier wahnsinnig wenig Platz, das zu halten. Das heißt, so wie ich jetzt eigentlich schnitzen sollte vom Körper weg, ist es ja fast nicht möglich. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich hier zum Körper hinschnitzen. Ich mache es immer so, ich lege mir das auf eine feste Unterlage, also hier auf den Tisch, und dann kann ich hier so ganz fein, weil selbst wenn ich abrutsche, rutsche ich jetzt hier rein ins Material und kann dann so die Kurve ein bisschen hinschnitzen. Immer so ein bisschen von der Seite und von der anderen Seite und dann geht das schon. Bei die Seite da hinten, also ich sage mal so, wenn es jemand total eilig hätte mit Essen und braucht dringend einen Löffel, dann der wird schon funktionieren. Das ist halt noch nichts Schönes, aber essen kann man damit. Hier gilt dasselbe wie beim Batoning. Wenn ihr hier zu weit vorschnitzt und den Löffel dann auseinanderschnitzt, dann wäre es nicht so toll. Das heißt, gut aufpassen, oder wenn ihr wirklich sowas macht, dann ruhig mal hier erstmal einschneiden und dann bis dorthin schnitzen. Oder halt immer weg von den empfindlichen Teilen, so wie ich es jetzt hier mache, das geht ja auch.
So, jetzt gerade habe ich keine Lust mehr. Der Löffel schaut jetzt gerade so aus bis dahin. Ich kann hier natürlich mit ganz viel Fleißarbeit, da würde ich jetzt, wenn ich abends am Lagerfeuer sitze, dann schnitze ich da noch sauber hin. Und was ich jetzt wirklich noch machen würde, ist die Kanten oben noch ein bisschen runder zu machen, dass es einfach ein gutes Gefühl gibt, wenn man sich den Löffel in den Mund steckt. Man soll ja auch damit essen können. So im Großen und Ganzen funktioniert schon ganz gut. Was ich jetzt noch mache, ist, was hier neben mir steht, ist mein Bandschleifer. Und ich mache da jetzt einfach kurz ein grobes Band drauf. Ich zeige es euch einfach mal kurz, wie das dann geht. Was ihr jetzt gerade erkannt habt, glaube ich, ist, es dauert nicht sonderlich lange, um bis zu diesem Stadium zu kommen. Wie lange habe ich jetzt geschnitzt? Wahrscheinlich keine 10 Minuten. Und ich brauche auch, ja, meistens 3-4 Minuten, um diese Einhüllung da rein zu machen, wenn ihr ein Löffelschnitzmesser habt. Das heißt, so ein Löffelschnitzen ist jetzt, ja, wenn ihr, also wie gesagt, mit Löffelschnitzmesser ist es kein Eck, der da jetzt irgendwie Tage dauern muss, sondern es ist eine Geschichte für, ja, wenn ihr abends da irgendwo am Feuerchen sitzt und euch noch was basteln wollt, dann bietet sich sowas schon an. Der Trick ist für mich wirklich einfach, diese 5 Schnitte zu machen, auf dieser Seite, vorne schräg zweimal und einmal diese Schräge, und dann komme ich in relativ kurzer Zeit zu einem brauchbaren Löffel. Also so ist jetzt mittlerweile das Ergebnis. Ich könnte jetzt noch ein feineres Schleifpapier drauf tun, das feiner abziehen, aber ihr seht, wenn ich jetzt da so Maschinen einsetze, dann geht das eigentlich relativ flugs von diesem Stadium aus. Das ist auch unheimlich leicht, der Löffel. Das ist ein schöner kleiner Teelöffel eigentlich. Was natürlich schöner ist, ist, sich einfach in euren Rucksack ein kleines Stückchen Schleifpapier mit reinzustecken. Dann könnt ihr nämlich abends, das ist eine ganz meditative Arbeit, wenn man dann einfach da sitzt und ein bisschen diese Formen glatt schleift. Wenn ihr so einen Löffel fertig gemacht habt, dann empfehle ich euch immer, den erstmal zu ölen. Dann werden die Fasern nochmal aufstehen und dann nochmal vielleicht ein bisschen drüber schleifen und dann nochmal ölen. Wobei die durchs Essen auch eine ganz gute Patina bekommen. Das funktioniert alles ganz gut. Also was ich als Öl hernehme, ist, ich nehme immer so ein Kamelienöl her, so ein chinesisches Kamelienöl. Damit pflege ich auch die meisten Messer, mit denen, die ich zur Essenszubereitung benutze. Und da habe ich jetzt auch ganz gute Erfahrungen bei den Löffeln gemacht. Ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim Basteln, beim Schnitzen, beim Schleifen, wie auch immer ihr das machen wollt. Und viel Freude mit euren Löffeln und viel Spaß draußen. Ciao.